Daran erkennst du, ob du noch ein Lappen bist. Herzlich willkommen, mein Name ist Don John, professioneller Flirttrainer und Dating-Coach. Und auf meinem Kanal lernst du, wie du fernab vom Online-Dating und fernab vom sozialen Kreis, wann immer du willst, neue Frauen im Alltag ansprechen, daten und verführen kannst. Abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke unten rechts, damit du auch kein neues Video von mir verpasst. Und wenn du mich, das Video und den Kanal unterstützen möchtest, dann gibst du dem Video jetzt einen Daumen nach oben und hinterlässt einen Kommentar für den Algorithmus. So, viele Männer sind ja noch nicht so, also ich sag mal, mein Job ist es, dass ich die Knaben von heute zu Männern von morgen mache. Und da ist es auch immer wichtig, dass es selbst weiß, hey, wo stehst du denn gerade? Manche sind noch komplette Volllappen, einige sind so halb Lappen, halb Mann und dann gibt es eben die, die sich schon weiterentwickelt haben. Woran du das konkret erkennst, ist, dass du zum Beispiel viel zu viel mit Frauen abhängst. Ich merke das selbst bei Männern, die, oder Jünglingen, wie soll ich sagen, also nicht so richtige Männer, also die müssen mir das gar nicht sagen, ob die weibliche Freunde haben, aber wenn du mit Frauen abhängst, ohne mit denen Sex zu haben, und wenn du vor allem viel mit Frauen abhängst, dann fängst du an, die Gestik und die Mimik und teilweise auch die Tonalität, also so wie Frauen reden, die reden ja so ein bisschen anders als Männer, ein bisschen emotionaler oder mit mehr Höhen und Tiefen in der Stimme, also ein bisschen mehr Varianz, das übernimmst du. Und mir ist es schon oft aufgefallen, ich denke, hey, so wie der redet eigentlich wie eine Frau. Und ohne, dass er mir gesagt hat, ob er viel mit Frauen abhängt, weiß ich das schon. Und wenn ich dann nochmal nachfrage, sagt er mir das auch. Zum Beispiel, ich habe mit keiner einzigen Frau, in der ich mit der in der Freizeit was verbringe, mit der treffe ich mich, wenn da nichts läuft. Also mein Ziel ist, mit der Frau Sex zu haben und ich treffe mich auch nicht einfach so mit Frauen. Selbst mit meinen Betthäschen denke ich, oh komm, lass doch einfach mal ein bisschen spazieren und dann gehen wir noch was essen und dann, ja, später bringe ich dich noch nach Hause und das war's. Das ist einfach nicht drin bei mir halt, ne? Denn ich hänge auch lieber in meiner Freizeit lieber mit Männern ab, anstatt mit Frauen. Und es ist auch gut und es ist auch wichtig, weil das ist einfach eine andere Art der Kommunikation. Es ist ein bisschen rauer, ist ein bisschen, man tauscht sich über andere Sachen aus. Es geht auch mehr um andere Dinge. Frauen sind ja in der Regel nicht immer mehr so toleranter, mehr so beschäftigen sich mit weiblichen Dingen, mit, keine Ahnung, will ich gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber du wirst auf jeden Fall einen Unterschied merken, wenn du in deiner Freizeit überwiegend mit Männern abhängst oder überwiegend mit Frauen. Ne? Zum Beispiel, ich mag es auch, ich mache zwar selber keinen Kampfsport, aber ich mag es mir, die Sachen anzuschauen. Käfigkämpfe, MMA, UFC, darauf stehe ich. Und wenn meine gerade eine Frau bei mir da ist und ich noch einen Kampf sehen will, sagt, oh, das ist ja, die tun mir leid, die Männer, die da hier unten sind, oh, das kann ich mir gar nicht ansehen. So, ne? Aber wir Männer denken, ja, das ist geil, wir fühlen uns da richtig rein. Das ist so ein kleiner Unterschied. Und aber wenn du die ganze Zeit mit Frauen abhängst, dann wirst du auch weniger das machen können oder diese Hobbys teilen, die du geil findest, weil die eben andere Sachen machen, was weiß ich, Pferdesport oder spazieren gehen oder immer viel reisen, neue Kulturen erleben, sich kulturell bewandert sein, kann man ja alles machen, aber grundsätzlich, wir Männer sind eher so single-minded Fokus und eher, es geht um Dominanz, natürlich auch einfach um Spaß zu haben, eine geile Zeit zu haben, aber die habe ich tendenziell mehr mit Männern als mit Frauen. Und du, wenn du wenn du viel mit Frauen abhängst, mit denen du keinen Sex hast, würde ich sowieso nicht machen, ne, ganz ehrlich. Es ist besser für deine Entwicklung, wenn du mit Männern in deiner Freizeit abhängst und nur mit Frauen deine Zeit verbringst, wenn du auch mit denen Sex hast oder es eben anstrebst, mit denen in absehbarer Zeit Sex zu haben. Denn andererseits wirst du auch automatisch verweiblicht, verweichlicht, du übernimmst die Gestik, die Mimik und sogar bestimmte Begrifflichkeiten oder auch die Tonalität, das wird einfach weiblicher, ist weniger anziehend für Frauen. Punkt 2, du bist zu tolerant. Ich persönlich würde mich als Libertärin, als Liberalen bezeichnen, aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass ich mit allem d'accord gehe und dass ich bin überhaupt kein Mann, der sehr politisch korrekt ist und alles das frisst, was die Medien einem sagen und ist ja so. So ein bestimmtes Wertesystem, was vermittelt wird durch die Massenmedien, da bin ich überhaupt nicht, gar kein Fan davon. Und es ist auch wichtig als Mann, dass du deine eigene Meinung bildest. Ja? Das ist einfach für dich, für deine Charakterbildung interessant. Das heißt nicht, dass du dann mit Frauen auf den Dates dann über politische Themen reden musst, aber die werden merken, ob du ein Mann mit Ecken und Kanten bist oder nicht. Ne? Wenn du immer zu jedem Scheiß Ja und Amen sagst, dann ist da an sich nicht so viel Reibung, so viel Spannung. Ne?
Frauen sagen ja auch immer, die wollen einen Mann, der ihnen zuhört, der sie versteht und bla bla bla. Aber das, was Frauen sagen und das, was Frauen wollen, wenn sie mit dir Sex haben, ist ein Unterschied. Ne? Warum ist es denn so, dass Frauen zum Beispiel irgend so eine linksversiffte Tante dann für Klimaschutz einsteht und allgemein Gender-Mender-Toleranz hier und da, aber dann mit dem nächstbesten Macho im Bett landet, der sie ordentlich durchnimmt und die sich vielleicht selbst nicht erklären kann und du dachtest, okay, ich muss doch genauso sein wie sie, ich muss das ihre Wertevorstellungen teilen und dann mag sie dich und die drückt dich vielleicht lieb, aber Sex will sie mit dir nicht haben halt. Und das liegt einfach daran, dass es einen Unterschied macht, dass also Anziehung nicht entsteht durch so viele Gemeinsamkeiten, sondern eher durch Reibung, durch die Polarität, wie ich das schon in einem anderen Video gesagt habe, durch auch die Gegensätze. Das musst du einfach verstehen, wenn du Frauen verführen möchtest, dann kannst du nicht, dann darfst du nicht so sein, wie Frauen auch sind, sondern du musst einfach männlich bleiben, auch deine eigenen, also immer das, was in deinem Bauch, dass dein Impuls sagt, dem nachgehen, anstatt zu denken, hey, ich sollte mal wieder was für meine Allgemeinbildung tun oder ich sollte mal ins Museum gehen, weil das ist, dann ist mehr kultiviert und das mögen Frauen hier und da, bla bla bla. Bullshit. Also mach einfach das, worauf du Bock hast, ja? Und dann wird es tendenziell immer so in Sachen sein, die eben von Natur aus männlich sind. Und das finden wiederum Frauen, vielleicht finden die Sache an sich nicht interessant, dass du gerade bockst, aber die finden die Sache cool, dass du das machst, weil es einfach ein männliches Attribut ist. Nur ein Beispiel, ne? Du musst jetzt nicht gleich dich beim nächsten Boxverein oder MMA anmelden, aber du verstehst das Prinzip dahinter. Der dritte Punkt, an dem du erkennst, ob du noch ein Lappen bist, ist, dass du denkst, dass Männer und Frauen gleich sind. Männer und Frauen sollten gleichberechtigt sein vor dem Gesetz. Oft ist es nicht so, denn Frauen werden oft bevorzugt, was die Gesetzeslage angeht. Ne? Wenn die Frau sagt, der hat mich dumm angefasst oder der hat mich hier misshandelt oder wie auch immer, wem glaubt die Polizei dann im letzten Endes halt. Ne? Es kann ja sein, dass du einfach mit der Frau Sex hast und die Frau danach rausschmeißt, weil du einfach nichts mehr mit der zu tun haben willst und die dann in sich gekränkt fühlt und dann zur Polizei geht oder sonst wo zu ihrer Freundin, die Freundin sagt, hey, geh mal zur Polizei und dann musst du erstmal, klar, man kann sagen Aussage gegen Aussage, ne? Aber wem glaubt man mehr halt? Ne? Das nur als Beispiel, auch wenn man heiratet und dann sich scheiden lässt, dann ist oftmals das Recht doch nicht so, ist man doch nicht mehr so gleichberechtigt, sondern teilweise kriegen die Frauen schon Vorzüge. Also ich bin zum einen dafür, dass eine Gleichberechtigung stattfindet zwischen Männern und Frauen, aber gleichzeitig habe ich was dagegen, dass Männer und Frauen gleich gemacht werden sollen, denn es ist einfach nicht so halt. Ne? Es gibt ja solche Pseudowissenschaften, Pseudo-Fakultäten, du kannst Studiengänge belegen, für die das alles gleich ist und so, und das ist ja Bullshit. Das ist einfach nicht so halt. Ne? Es ist eine kranke Ideologie. Und ich hoffe, das wird irgendwann sich wieder von selbst erledigen. Ich meine, die Natur lässt sich einfach nicht unterdrücken. Und ich meine, es ist ja auch nicht überall so. Ne? Schau nach Russland, schau nach Lateinamerika. In den gesamten Ostblock, da sind einfach die Männer noch ein bisschen mehr Männer halt. Ne? Also ich denke, ich bin auch deswegen so nicht so weichgespült, weil mein Vater auch, mein Vater ist Bulgare, meine Mutter ist Deutsch, also ich habe so die, ich kenne beide Seiten, ne? Und damals hat eher noch die deutsche Seite überhand, also hat die eher dominiert, dann als ich mich weiterentwickelt habe, eher noch das Temperament der Bulgaren, obwohl ich die Sprache nicht mal kann, ich war kaum in dem Land, aber es schwingt ja doch unterschwellig immer mit, so wie der Vater war. Und ich bin froh, dass ich einen Vater habe. Ne? Viele haben ja auch gar keine männlichen Vorbilder mehr und Rollenbilder und sind ein bisschen orientierungslos oder wenden sich, wie gesagt, an mich, da ihnen dann etwas mehr über Männlichkeit beibringen kann. Vierter Punkt, du musst dich zuallererst selbst respektieren. Wenn du dich nicht respektierst und deine eigenen Grenzen erkennst und das klar machst, wo deine Grenzen sind, dann wirst du es schwer haben. Ich habe dazu ein Video gemacht, wenn du es noch nicht gesehen hast, dann verlinke ich dir das jetzt. Da möchte ich jetzt nicht in die Tiefe gehen. In dem Video habe ich das nochmal im Detail erklärt, warum es wichtig ist, dass du respektiert wirst. Ja?
Und dass Frauen, wenn die mit dir Sex haben wollen, dich zuerst respektieren müssen, weil nur dann werden sie auch von dir angetan sein. Und dazu mehr in dem Video, was ich dir kurz einblende, kannst du dir dann nochmal in Ruhe anschauen. Fassen wir nochmal zusammen. Wenn du kein Lappen sein möchtest, dann hör auf, mit Frauen abzuhängen, ohne mit denen Sex zu haben. Punkt 2, sei nicht zu tolerant. Punkt 3, erkenne, dass es gravierende Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Und Punkt 4, fang an, dich selbst zu respektieren. Wenn du sagst, hey, das klingt schön und gut, aber ich habe Probleme, ich würde gerne neue Frauen kennenlernen, komme vielleicht gerade aus einer Ehe, aus einer Beziehung, ich bin einfach geknickt, ich würde gerne auch diese Freiheit leben, neue Frauen ansprechen, daten und verführen können, brauche aber jemanden, der mich da unterstützt, der mir in den Arsch tritt, mit mir das gemeinsam einübt, dann kann ich dich gerne dabei unterstützen. Unter dem Video ist ein Link zum kostenlosen Analysegespräch oder oben rechts bei dem i, da klickst du einfach drauf, schickst die Bewerbung ab und ich melde mich bei dir in den nächsten 7 Tagen. Bis zum nächsten Video.